Grüß Gott, ich möchte Sie sehr herzlich zu meiner DVD über erstens D4, C5 begrüßen. Ich spiele selber seit vielen Jahren C5 und werde deshalb die verschiedenen Ideen und Pläne hauptsächlich aus schwarzer Sicht sagen. Was ist jetzt eigentlich der Sinn von erstens C5? Naja, Schwarz greift den Bauern D4 an und zwingt Weiß zu einer sofortigen Reaktion. Weil wenn Weiß sich jetzt nicht um den Bauern D4 kümmert, dann wird Schwarz nehmen, die weiße Dame müsste zurücknehmen. Schwarz könnte den Springer B8 mit Tempo entwickeln und schon in leichten Vorteil kommen. Die häufigste Antwort auf C5 ist D5. Weiß könnte aber E3 spielen, mit der Idee auf D4 mit den Bauern wiederzunehmen. Oder C3. Etwas seltener sieht man Springer F3. Oder D mal C5. Auf die Nebenzüge werde ich auch in eigenen Clips eingehen. Das Hauptaugenmerk wird aber auf zweitens D5 liegen, weil das ist die häufigste Antwort und im Grunde ist das auch der einzige Zug, mit dem Weiß auf Vorteil hoffen kann. Was ist jetzt über die Stellung nach zweitens D5 zu sagen? Ja, noch nicht sehr viel, außer dass Weiß natürlich offensichtlich Raumvorteil im Zentrum hat. Der Bauer D5, der engt Schwarz ein bisschen ein und nimmt da die wichtigen Felder E6 und C6 unter Kontrolle. Daran wird sich im Normalfall auch nicht so schnell etwas ändern, weil üblicherweise bleibt der weiße Bauer ziemlich lang auf D5 stehen. Als Kompensation für den Raumnachteil hat Schwarz Angriffspotenzial auf beiden Flügeln, wie wir nachher später oft sehen werden. Das meiner Ansicht nach aber wirklich Tolle an dieser Stellung ist, dass es bereits jetzt, also schon im zweiten Zug, im Grunde keine Theorie mehr gibt. Also Schwarz kann jetzt seine Figuren beliebig aufstellen, kann zum Beispiel den Springer nach F6 oder E7 entwickeln, den Läufer nach G7 oder E7 oder ihn sogar über H6 abtauschen. Am Damenflügel hat Schwarz viele Möglichkeiten und auch Weiß kann seine Figuren nach Belieben entwickeln. Dadurch, dass das Zentrum jetzt schon ziemlich geschlossen ist, kann auch nicht so schnell etwas passieren. Also es können keine Linien gegen den König geöffnet werden oder so. Also die Stellung hat eher schon geschlossenen Charakter. Und deshalb sind beide Seiten fast völlig flexibel. Wem kommt das jetzt zugute? Naja, weder Weiß noch Schwarz, sondern einfach dem besseren Spieler, beziehungsweise dem, der sich mehr mit der Stellung beschäftigt hat. Wenn Sie also jetzt zum Beispiel jeden Tag viele Stunden Zeit haben, um Theorie zu lernen, und wenn Sie auch Spaß dran haben und ein gutes Gedächtnis haben, sich die Varianten merken können, wenn Sie sich vielleicht da in unbekannten Stellungen nicht so wohl fühlen, dann könnte erstens C5 eventuell nicht ganz das Richtige für Sie sein, oder jedenfalls würden dann Ihre Stärken nicht voll zur Geltung kommen. Wenn Sie jetzt dann aber nicht viel Zeit haben zum Theorie lernen, oder einfach keine Lust dazu, oder wenn Sie ja sich Varianten nicht so besonders gut merken können, dann ist C5 wahrscheinlich ein guter Tipp für Sie. Ja, Schwarz hat jetzt schon ab dem zweiten Zug immer viele Möglichkeiten. Allerdings gibt es jetzt natürlich auch immer solche Züge, die besser sind und solche, die eher weniger gut sind. Ja, ich werde natürlich jetzt auf der DVD die Züge und Pläne für Schwarz zeigen, die meiner Ansicht nach besten sind. Ja, ich hoffe, dass Ihnen die Eröffnung gut gefallen wird und wünsche Ihnen viel Spaß.